Vielen Dank für die einführenden Worte, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich begeistert, beeindruckt, wie viele Personen da sind und sich das anhorchen, auch die Organisation und die perfekte Organisation und wie freundlich ich begrüßt worden bin von allen Seiten. Also ich hoffe, ich kann anschließen an dem Ganzen und der Druck ist hoch, aber schauen wir, ob wir das durchbringen werden. Meine Aufgabe für heute ist, dass ich so einen Überblick gebe. Man hat das ja schon in der Podiumsdiskussion gehört. Was ist HIIT? Wie definiert man HIIT? Wann hat es begonnen? Wie hat es in die 80er Jahre ausgeschaut, in die 90er Jahre? Und darüber möchte ich einfach einen Überblick geben und einen Versuch zu wagen, eine Systematisierung hineinzubringen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Genau, erster Teil ist eben also ein historischer Aspekt. Ab wann spricht man von HIIT? Ab wann wurde das eben wissenschaftlich fundiert? Und Beginn 20. Jahrhundert waren da die Skandinavier federführend. Da haben wir zwei Finnen, der Hannes Kolemeinen und der Paavo Nurmi, sehr erfolgreiche Läufer mit vielfachen Olympiasiegen, die eben Formen eines Intervalltrainings bereits in ihr Training eingebaut haben. Man muss dazu sagen, es ist nicht so, dass vor dieser Zeit der Mensch nicht gewusst hat, wie man sich schnell bewegt oder sprintet oder Intervalle macht, aber das ist erstmalig, wo es wirklich dokumentiert worden ist, dass solche Trainingsformen vorherrschen. Und nicht nur im Elitesport war das interessant, ist ein bisschen ein Schritt nach vorne, aber der Dr. Herbert Reindl hat sich relativ früh schon damit beschäftigt, wie man Intervalltraining zum Beispiel mit Patientengruppen einbauen könnte. In diesem Fall hat er mit Herzpatienten gearbeitet und hat herausgefunden, dass da ein Intervalltraining sehr gut funktionieren würde. Besser sogar wie zum Beispiel kontinuierliches Training. Und er war auch der Erste, der erstmalig über Intervalltraining in einer wissenschaftlichen Publikation geschrieben hat. Das war 1959, eben in der Schweizer Zeitschrift für Sportmedizin. In der Zwischen- und Kriegszeit einer der Protagonisten des Intervalltrainings, man nennt ihn auch den Erfinder des Intervalltrainings, Freiburger Prägung, der Woldemar Gerschler. Seine Idee war eben, dass man im Prinzip kurze Trainingsstrecken verwendet mit vielen Wiederholungen und die Grundidee seines Trainings war, dass man im Prinzip den Athleten so schnell laufen zu lassen im Training, dass ihm im Prinzip der Wettkampf dann durchaus schaffbar und unter Anführungszeichen sogar leicht erscheint. Also wirklich sich hart belasten im Training, damit der Wettkampf einfach leichter ist. 30 bis 70 Sekunden Intervalle, sehr oft wiederholt. Pause circa so lange, bis die Herzfrequenz auf 120 Schläge pro Minute heruntergegangen ist und dann das nächste Intervall. Er war der Entdecker von Rudolf Habig, ein sehr erfolgreicher deutscher Leichtathlet, der vor allem in der Zwischenkriegszeit, aber dann auch also 1941 im Zweiten Weltkrieg noch Weltrekorde geschafft hat, über 400, 500, 800 und 1000 Meter. Und wenn man sich die Zeiten ein bisschen anschaut, 46 Sekunden über die 400, 61,7 über die 500, ist nicht so eine gängige Distanz, 1,46,6 über die 800 Meter, wenn ich das mit den österreichischen Rekorde vergleiche, ist da nicht viel Unterschied. Wenn man sich anschaut, wie man heute läuft und damals auf der Aschenbahn und so weiter, sind das schon unglaubliche Zeiten, die damals schon produziert worden sind. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist für die Rekorde, besser wie die Österreicher oder ungefähr gleich. Kommen wir aus der Leichtathletik. Ich hab leider verabsäumt zu recherchieren. Gut, und in den 50er Jahren, also nach der Kriegszeit, wurde eben dieses Intervalltraining sehr stark forciert, vor allem von europäischen Läufern. Ich habe da einfach ein paar aufgezeigt. Einer der bekanntesten, der Emil Zatopek, Gordon Pirie, Siegfried Herrmann, Roger Moyens, Wladimir Kutz, zu zwei davon werde ich noch im Detail kommen, waren sehr erfolgreich und haben Intervalltraining in ihr Training eben eingebaut. Und da bin ich beim Emil Zatopek sicher einer der bekanntesten. Vierfacher Goldmedaillengewinner bei Olympischen Siegen, einmal Silbermedaille, 10.000 Meter Weltrekord in 28,54. Vielleicht auch interessant, er hat Medaillen gewonnen von 5.000 bis zum Marathon, also sehr große Bandbreite an Läufen oder Distanzen. Und was ihm ausgemacht hat, ist, dass er wirklich eben sehr stark mit Intervalltraining gearbeitet hat, nach dieser Freiburger Prägung, nach Woldemar Gerschlers Idee. Und das war sein Motto: Mach's dir im Training schwer, dann wird es im Wettkampf leichter. Was da unten steht, ist also eine kleine
Anekdote vom Toni Nett, der ihn beim Training beobachtet hat. Und der hat ihm geschrieben, dass er während eines Trainings so 400 Meter Tempoläufe gemacht hat, 60 Mal, aber mit 200 Meter locker dazwischen traben, also 60 mal 400 Meter mit 200 locker. Und 1948 hat er das aber nicht nur einmal gemacht, sondern hat das 10 Tage hindurch durchgeführt. Also was der damals gemacht hat, da kommen wir später noch dazu, das sind eigentlich die Anfänge von dem, was wir heute so als Schock-Mikrozyklus, V2-Max-Kur oder Motorenblock, in jedem Land spricht man da ein bisschen anders, da hat es damals schon gegeben, wo das wirklich kontinuierlich durchgeführt worden ist. Roger Bannister, ebenfalls ein Verfechter des Intervalltrainings. Er war der Erste, der die Meile unter 4 Minuten gelaufen ist. Und der hat zum Beispiel verschiedene Formen vom Intervalltraining, aerobe Intervalle, anaerobe Intervalle verwendet. Was das genau ist, aerob, anaerob, komme ich dann später dazu, wie man das definieren kann. Und was er auch gemacht hat, er hat das nicht nur in Schockzyklusform gemacht, sondern er hat kontinuierlich eigentlich fast nur Intervalle trainiert. Das ganze Jahr hindurch. Volodymyr Kutz aus der UdSSR, sehr erfolgreicher Leichtathlet über die Distanzen von 5.000 bis 10.000 Meter, Weltrekorde, Olympiasieger. Was er verwendet hat, war so ein Blockzyklus mit sehr hohen Intensitäten. Und wenn man sich das ein bisschen durchschaut, das ist aus einer Publikation von Biar hier unten, 5 mal 120 bis 150 Meter mit Maximalgeschwindigkeit. Und dann hat er das immer garniert. Intervall, dann Stretching, nächster Intervallblock, Stretching, nächster Intervallblock, das war so sein Grundmotto. 5 mal 200 Meter in 28 bis 29 Sekunden, 20 mal 400 Meter und so weiter. Also ein Riesenblock an Intervallen mit sehr hoher Intensität, Vormittag, Nachmittag, über längere Zeit eben. Ist relativ früh gestorben, ich hoffe nicht wegen diesem Training, aber kann man sich auch fragen diesbezüglich. Und dann ist ganz spannend, wenn es einen Boom gibt, ein Paradigma gibt, dann kommt auch meistens eine Gegenbewegung. Und der Ernst van Aken ist einer der Vertreter eben dieser Gegenbewegung, der hat eben reagiert auf dieses obligatorische Intervalltraining zu dieser Zeit, 1947, und hat eben propagiert diese reine Ausdauertrainingsmethode, sprich niedere Intensität, lange Belastungen, langsames Tempo im Steady-State sich bewegen, Jogging, Traben und so weiter. Was auch ganz spannend ist, er hat also wirklich dieses Niederintensive auch bei Wettkämpfen gefördert, hat zum Beispiel sich gegen dieses Wettkampfverbot von Kindern über lange Distanz gewährt. Er hat es gefördert, dass Kinder zum Beispiel nicht nur bei anaeroben Mittelstrecken teilnehmen können, sondern sollen auch längere Distanzen bewältigen können. Und er war ein Pionier des Marathonlaufs für Frauen. Es ist ja auch ganz spannend, dass eigentlich Frauen nicht erlaubt waren, über sehr lange Zeit beim Marathon teilzunehmen. Und er hat bei diesem Waldniedler Marathon zum Beispiel 2 Frauen erlaubt, dass sie einfach da mitmachen. Wenn man so ein bisschen die Weltrekorde über die Marathons sich anschaut, sieht man da eben genau einen Punkt, wo das 1967 stattgefunden hat, dann war 10, 15 Jahre wieder nichts und dann wurden offiziell erst Frauen zum Beispiel zum Marathonlauf zugelassen hierbei. Seine Grundideen waren täglich viel laufen, 10 bis 80 Kilometer, sehr schonendes Tempo, sprich Puls 130 Schläge pro Minute. Was man möglichst vermeiden soll, sind so damals gesagt negative Attribute, zum Beispiel eine Sauerstoffschuld eingehen, Milchsäure produzieren, Laktat produzieren, Übersäuerung, lauter Sachen, die man eigentlich so gut wie möglich vermeiden soll, weil man eben geglaubt hat, dass das eigentlich was Schlechtes ist. Rein von der Intensitätsaufteilung 40 zu 1 in Bezug auf 40 Teile niederintensiv, lang und nur ein Teil davon soll im Prinzip hochintensiv sein. Und häufige Pausen, lange Regenerationen nach diesen Trainings. Formen. Und ich möchte einen ganz kleinen Exkurs hier wagen, weil ja gerade dieses niederintensive Long Slow Distance, HVD heißt High Volume Training, LSD habe ich als Long Slow Distance Training abgekürzt, warum wir da so indoktriniert sind, einfach warum wir glauben, das ist so wichtig, man muss sie im Prinzip niederintensiv belasten und eher dieses Hochintensive weglassen. Und da gibt es einfach mehrere Gründe. Ernst van Aken einmal historisch. Und dann kann man ein bisschen hineinschauen, was hat die Sportwissenschaft gemacht. Und da gibt es eben klassische Studien, Pionierartikel, und das stimmt alles. Es ist alles nachgewiesen, wenn ich mich niederintensiv lange belaste, dann adaptiert mein Körper in allen Bereichen, die wir haben wollen. Das stimmt alles, das ist ja alles nicht falsch.
Und zum Beispiel der Holoschi hat gefunden, dass der oxidative Metabolismus bei Ausdauertraining besser wird. Damals bei Rattenversuchen. Der Edwards hat verglichen intermittierendes Training mit kontinuierlichem Training und hat dann gefolgert durch intermittierendes Training, da ist die Sauerstoffaufnahme so hoch, da ist das Laktat hoch, das ist was Unökonomisches, das soll man eher nicht verwenden, besser man macht niederintensiv und kontinuierlich. Gollnick zum Beispiel, klassische Artikel, wo man eben gesehen hat, dass durch kontinuierliches, niederintensives Ausdauertraining alle möglichen Parameter in der Muskelphysiologie sich in Bezug auf Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern. Dann ein weiterer Grund, auch wieder in der Sportwissenschaft zu sehen, ist auch die mangelnde Messmethodik. Wenn man sich anschaut, wie man früher zum Beispiel Sauerstoffaufnahme gemessen hat, da hat man nicht so wie heute ein Breath-by-Breath-System, wo ich einfach eine Maske drauf gebe oder mittlerweile geht es fast schon mit Variables, fast so ein Teil wieder oben habe, wird auch schon herum gearbeitet, sondern hat man so ein Douglas-Bag gehabt, da sieht man da unten zum Beispiel, Bankzaltin, zwei Leute, die mit dem Radl danach fahren, dass ich im Prinzip beim Laufen bei hohen Intensitäten zum Beispiel die Sauerstoffaufnahme messen kann. Und dann kann man sich vorstellen, dass bei solchen Messmethoden sich kontinuierliche niedere Intensitäten besser eignen, als wie zum Beispiel ein Burst-Training, wo ich 30 Sekunden all-out sprinten muss mit 4 Minuten 30 Pause und das wiederholt, weil das einfach messmethodisch kaum durchführbar ist. Deshalb einfach sehr viele Daten zu kontinuierlich niederintensiven Training hierbei. Weitere Gründe können auch darin sehen, dass zum Beispiel für die aerobe Kapazität gibt es diesen Goldstandard, die maximale Sauerstoffaufnahme, VO2 Max, das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit. Für die hohen Intensitäten ist es nicht so einfach. Da gibt es ein paar Konzepte, wie man zum Beispiel anaerobe Kapazität messen kann. Laktatbildungsrate, Wingate-Tests zum Beispiel, Maximum Anaerobic Running Tests, was könnte da noch hineinpassen, akkumulierte Sauerstoffdefizit, lauter Sachen, die nicht so greifbar sind, die teilweise relativ schwierig zu messen sind, nicht so wie VO2 Max. Also auch ein Grund. Jogging-Szene hat sich entwickelt, sicher auch auf Basis von dem, was Ernst van Acken zum Beispiel damals propagiert hat. Und aerobes Training, niederintensives, ist eben sehr positiv verhaftet. Cardio-Training, Aerobics zum Beispiel, wenn wir einen Cooper hernehmen, der das sehr stark propagiert hat. Fat-Burning, sehr viele Assoziationen zwischen aerobem Training, niederintensivem Training und zum Beispiel Gesundheit. Ist einfach offensichtlicher als wie mit hohen Intensitäten. Und negative Attribute eben für anaerobes Training. Ist anstrengend, ist unökonomisch, ist schädigend, wird propagiert oder wurde propagiert, eben wegen Übersäuerung, wegen freien Radikalen und so weiter, die da entstehen. Hohe Laktatwerte, Laktat das Böse, die Übersäuerung so gut wie möglich vermeiden, negativ behaftet einfach. Ich werde dann ganz kurz noch einen kleinen Paradigmenwechsel hier aufzeigen, wie das zum Beispiel mit Laktat sich entwickelt hat über die Jahre. Und was vielleicht ganz spannend ist, es gibt dann relativ früh schon Studien, die einfach gezeigt haben, dass wenn ich nur niederintensiv lang trainiere, ich irgendwann an mein Limit komme. Zum Beispiel der Kostin 1991 hat ihm gezeigt, bei sehr gut trainierten Personen, wenn die jetzt an ihren Umfang verdoppeln mit nur niederintensiv, passiert keine Leistungssteigerung mehr. Das heißt, irgendwann hat man sein Limit erreicht. Und das Beispiel aus dem Schwimmen ist es so ein Jahreszyklus, wo im Prinzip am Anfang 20 Kilometer geschwommen worden ist und dann so während der Vorbereitungssaison bis zu 80 Kilometer Schwimmdistanz, also das Vierfache. Man hat dann gemessen im Prinzip einzelne Testparameter und Wettkampfparameter. Es wurde gezeigt, dass kein oder kaum eine Änderung passiert ist in der Wettkampfleistung, in der Testleistung, obwohl viermal so viel trainiert worden ist. Also es scheint, dass reines niederintensives Dauertraining nicht ausreichend ist, dass dann irgendwann noch weitere Steigerung passieren kann. Sprich, dann muss man sich überlegen, wie man dann eine sogenannte Qualität hineinbekommt. Sei es jetzt durch Intensität, HIIT, sei es jetzt im Krafttraining, Schnelligkeitstraining, Techniktraining, biomechanische Aspekte und so weiter, um hier eben weitere Leistungssteigerungen im Ausdauersport erzielen zu können. So, kommen wir wieder zurück. War ein kleiner Ausflug. High Volume, wir kommen wieder zum HIIT, wie ist dann weitergegangen? In die 60er Jahre wurde dann dieses hochintensive Intervalltraining erstmaliger Thema der Wissenschaft. Der Per Olof Ostrand aus Schweden, Karolinska Institut, hat zum Beispiel diese langen Intervalltrainings entwickelt, hat zum Beispiel die Leistung so gesteuert, dass man im Prinzip bei diesen Intervallen entweder
mit der Geschwindigkeit an der VO2 Max sich bewegen soll ungefähr oder knapp drunter oder im Bereich der Critical Velocity. Diese Critical Velocity, die ist relativ komplex zum Erheben. Da werden die Bestleistungen von zum Beispiel 3 Kilometer bis 10 Kilometer erhoben. Dann berechnet man die mittleren Geschwindigkeiten über diese Distanzen und dann legt man so eine Asymptote durch und irgendwo ist da so ein Knick. Und genau bei dieser Geschwindigkeit ist diese sogenannte Critical Velocity. So wurde das zum Beispiel damals gesteuert. Also im Bereich von 90-95% der VO2 Max sollte man sich hier bewegen. Es wurde auch propagiert, dass dieses Intervalltraining eigentlich die beste Methode ist, um die VO2 Max zu steigern. Und was auch interessant ist, erstmalig wurde hier von einem sogenannten intermittierenden Intervalltraining gesprochen. Ich komme dann später noch dazu. Intermittierend heißt einfach, dass man ganz kurze Belastungsphasen hat mit ganz kurzen Erholungsphasen, das ganz oft wiederholt. Der Christensen hat sich da damit eben beschäftigt, was passiert, wenn ich jetzt diese Pausen da und diese Intervalle da unterschiedlich manipuliere. Was passiert mit dem Laktat, mit der Belastung, mit der Gesamtbelastungsdauer? Und da sind ganz spannende Ergebnisse herausgekommen, dass ich zum Beispiel, wenn ich 15 Sekunden Intervalle bei der VO2 Max über 30 Minuten durchführe, steigt mein Laktat zum Beispiel maximal auf 2,3 bis 2,5 Laktat. Also erstmalig so in den 60er Jahren wurde eben dieses intermittierende Intervalltraining genannt. Dann gibt es Genetikstudien, Zwilling 1 versus Zwilling 2, der intensive und der wenig intensive, der intensive hat einfach besser abgeschnitten. Kann man ein bisschen hinterfragen. Heute kann man die Studie wahrscheinlich ein bisschen besser noch machen, aber ein interessantes Beispiel. Es wurde nur 6 Minuten oder 9 Minuten trainiert, einmal mit 60%, einmal mit 90% der Maximalleistung oder Dauerleistung. Dann die 70er, 80er Jahre hat man dann wirklich begonnen, systematisch zum Beispiel bei Sportlern die VO2 Max zu messen. In den 80er Jahren wurden dann diese sogenannten Laktatschwellenkonzepte eingeführt, zum Beispiel vom Alois Mader, die 2er- und die 4er-Schwelle, anaerobe Schwelle, aerobe Schwelle zur Trainingssteuerung. Dann gibt es ganz namhafte Sportler, der Sebastian Coe zum Beispiel, der einige Weltrekorde hat, Olympiasieger, und der hat aerobe und anaerobe Intervalltrainings verwendet. Der Said Aouita zum Beispiel hat die Laufszene dominiert in diesen Zeiten, hat erstmal begonnen, diese intensiven Intervalltrainings anhand der Laufgeschwindigkeiten zu steuern. Und das war dann auch so ein Trend zu dieser Zeit, dass man nicht mehr auf physiologische Parameter abgezielt hat, sondern dass man wirklich jetzt zum Beispiel Bestleistungen über gewisse Distanzen genommen hat und das als Steuerungsparameter für die Intensität genommen hat. Egal wie hoch Laktat war, egal wie hoch die Sauerstoffaufnahme war, es ist nur darum gegangen, dass man die Geschwindigkeiten läuft, die man eben braucht oder über diesen Geschwindigkeiten läuft, die man dann im Wettkampf eben benötigt. Jetzt mache ich wieder einen kleinen Sprung zurück, weil es später dann wieder hineinpasst. Paradigmenwechsel, Laktat. Ganz eine spannende Geschichte, wie vergänglich eigentlich Wissen ist. 1808 wurde dieses erstmalig gefunden, und zwar in einem erlegten Hirsch hat man diese Substanz Laktat gefunden. 1900 bis 1930 hat man geglaubt, dass eigentlich das Laktat unser Energiegeber ist, unser Benzin. Mit Laktat funktioniert Muskelkontraktion. Erst ein paar Jahre später hat man das ATP gefunden und Kreatinphosphat. Und dann ist es eine lange Ära gewesen, 1930 bis 1970, wo man Laktat als so ein Stoffwechsel-Endprodukt gesehen hat. Also was Schlechtes, das irgendwie im Muskel liegen bleibt und für nichts Gutes sorgt. Hauptverantwortlich für Muskelermüdung. Führt zu Muskelkater, führt zu Übersäuerung. Kleiner Auszug aus einem Stoffwechsel, Physiologiebuch 1977. Wenn man sich das da durchliest, steht genau das drinnen. Starke Muskelarbeit führt immer zur Bildung von Milchsäure, die sich dann im Muskel ablagert und dort nicht verwendet werden kann. Der Muskelkater ist die Folge. Also 1977 hat man das gewusst. Das, was da oben steht, stimmt alles. Das hat man schon gewusst, aber das, was da unten steht, ist eben komplett falsch heutzutage. Damals hat man das nicht gewusst, aber mittlerweile kann man einfach besser messen, tiefer hineinmessen, um sowas zu sehen. Und seit den 70er Jahren ist eben dann so ein Paradigmenwechsel gekommen. Diese sogenannte Laktat-Shuttle-Ära, einer der bekanntesten ist der Brooks, George Brooks, der im 1985 hier mit den ersten Publikationen diesbezüglich geschrieben hat. Heutiger Wissensstand, Funktion vom Laktat, hat eine sehr stark regulierende Funktion, zum Beispiel steuert diese Glykolyse, diesen anaeroben
Verbrauch oder Umwandlung von die Kohlenhydrate in ATP, ist das Laktat ganz entscheidend. Wenn Laktat da nicht gebildet werden würde, würde dieses System da nicht mehr so gut funktionieren. Das ist hier dargestellt, also dieser Kreislauf hier vom Pyruvat in Laktat lässt die Glykolyse eben am Laufen. Dann, im Gegensatz, was man früher geglaubt hat, dass Laktat sauer macht, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Laktat buffert sogar Säure, ist ein Protonenbuffer. Heutzutage weiß man, dass nicht das Laktat schuld ist, sondern zum Beispiel diese Protonen. Wenn Protonen entstehen, steigt die Säure, dieses Hydronium-Ion zum Beispiel, H3O+. Und je mehr H3O+ in einer Flüssigkeit, desto saurer ist man. Aber nicht das Laktat. Laktat, sieht man hier grob, nimmt sogar ein H+ auf, damit man aus Pyruvat Laktat bilden kann. Ist sogar ein Buffer. Dann gibt es diese Laktat-Shuttle-Hypothese, wo eben das Laktat im Körper herumgeschuttelt wird, einerseits von Zelle zu Zelle, sprich wenn aneinander liegende Zellen sind, kann das Laktat dahin geschuttelt werden, kann von der Zelle ins Blut geschuttelt werden, dann im Blut, wo auch immer es benötigt wird, verteilt werden. Oder intrazellulär, auch ganz spannend, Laktat kann innerhalb der Zelle im Mitochondrium verstoffwechselt werden und dann aerob zum Beispiel zur ATP-Gewinnung wieder verwendet werden. Also wir sind mal relativ weit weg von einem Stoffwechsel-Endprodukt. Ist ein Transporter für die Pufferkapazität, weil eben das Protonen bindet und das im ganzen Körper dann herumtransportieren kann. Ist ein Substrat. Gluconeogenese ist das Stichwort. Gluconeogenese heißt einfach, Laktat ist der Input. Das, was am Schluss herauskommt, ist Glucose oder Glykogen. Das heißt, das ist eigentlich so ein körpereigener Kreislauf, wie ich ohne zum Beispiel Zuckerzuführung oral eigentlich im Körper zum Beispiel Zucker produzieren kann. Und ein Stoff davon ist Laktat. Pyruvat geht da noch hinein, Glycerin zum Beispiel. Das funktioniert da alles. Ist ein Energiesubstrat, Hirn, Herz, Muskel kann mit Laktat arbeiten. Herz zum Beispiel bis zu 60% verwendet Laktat als Energieträger statt der Glucose. Wird als Pseudohormon benannt, Lacto-Hormon, ist verantwortlich für einige Bildung von Proteinen, zum Beispiel diese MCTs, diese Monocarboxyltransporter, für die mitochondriale Biogenese gibt es Konzepte, die gezeigt worden sind und vieles mehr. Also man sieht ja einen sehr starken Wandel, Laktat ist böse und mittlerweile weiß man eigentlich, dass es ganz anders ausschaut mit diesem Laktat. Und na, jetzt sind wir im aktuellen Zustand, das haben wir heute schon gehört in der Antrittsrede, wird sehr polarisiert, und zwar dahingehend, der Ulrik Wislöw zum Beispiel behauptet, dass alle Norweger falsch trainieren. Ich kenne das auch sehr gut, Hoff, Helgerud und so weiter, habe schon 2003 mit denen in Salzburg zum Beispiel diskutiert über Training, und da war es auch so, dass sie einfach gesagt haben, okay, was trainierst du? Ja, passt, hin und wieder lange Einheiten, 2-3 Stunden, haben gesagt, lass diese weg und trainiere anstatt diesen eben hochintensives Intervalltraining. Also alles, was im Prinzip niederintensiv lang ist, dient maximal zur Erholung, ist aber sonst im Prinzip vergeudete Zeit hierbei. Also man sieht ja doch einen sehr starken Wandel hier. Wenn man sich das kurz zusammenfasst, auch was wissenschaftlich so publiziert worden ist über HIIT, zeigte sich, dass dieses HIIT-Training, hochintensive Training, eine sehr effektive Methode ist, um die VO2 Max zu steigern. Das wurde gezeigt in Spielsportarten, in Kampfsportarten. Es wurde bei Patientengruppen gezeigt, metabolisches Syndrom, Herz-Kranz-Gefäß-Patienten bis zu COPD-Patienten. Es wurde gezeigt, dass man höhere Steigerungen erzielt mit HIIT im Vergleich zu niederintensiven Trainings oder ähnliche Anpassungen. Zum Beispiel die Gruppe Giebeler-Burgomaster hat das relativ schön gezeigt, dass im Prinzip mit niederintensiv 120 Minuten im Vergleich zum Beispiel am Burst-Training, das ca. 25 Minuten gedauert hat, genau dieselben Adaptationen möglich waren, nur in einem nur ganz geringen Prozentsatz der Zeit wie beim niederintensiven Training. Was auch spannend ist, nicht nur das anaerobe System wird gesteigert durch hohe Intensitäten, sondern das aerobe genauso. Und was vielleicht auch spannend ist, dass eigentlich hochintensives Intervalltraining als spannender, als abwechslungsreicher empfunden wird, als wie zum Beispiel kontinuierliches Dauertraining. Das vor allem, sagen wir auch bei untrainierten, moderat trainierten, gibt es einige Studien, die das gezeigt haben. Und na, wenn man also eine kleine Stichwortsuche
in einer wissenschaftlichen Datenbank vornehme, zum Beispiel PubMed, und die Begrifflichkeiten zum Beispiel High Intensity Interval Training mit verschiedenen Zusammenstellungen, sieht man, dass hier zum Beispiel bis 1986 fast gar nichts passiert ist und ab 1986 geht es da schön hinauf. Ab der Millenniumswende geht es dann sehr stark hinauf und so ab 2010, 11 fast ein exponentieller, oder nicht fast, das ist ein exponentieller Anstieg der Publikationen, die sich genau mit diesem hochintensiven Training, mit diesem hochintensiven Intervalltraining beschäftigen, wissenschaftlich, mit allen verschiedensten Ideen, die da dahinter stecken. Gut, das war jetzt einmal so eine historische Einführung über den Begriff des Intervalltrainings. Ist das eine alte Geschichte oder eine ganz neue Geschichte? Ich glaube, man sieht das relativ gut, dass das relativ alt schon ist und jetzt eine neue Renaissance erlebt hat, vor allem durch diesen wissenschaftlichen Boom. Und jetzt geht es eben darum, wie kann ich jetzt zum Beispiel HIIT klassifizieren? Wie kann ich das einordnen? Ab wann spricht man HIIT? Ab wann eher nicht? Und habe da einen Versuch gewagt, das einmal zu systematisieren, und zwar folgendermaßen. Ich möchte es so machen, dass ich mal aerobes hochintensives Intervalltraining, anaerobes hochintensives Intervalltraining und den Krafttrainingsbereich grundsätzlich unterscheide. Im aeroben Bereich klassische Intervalle im Vergleich zu intermittierenden Intervalle, habe ich heute schon kurz erwähnt. Im anaeroben Bereich diese Sprintintervalle, SIT oder Burst-Training, Tabata kann man da natürlich unterordnen, aber ist eine eigene Form von Tabata, die ja vor allem das CrossFit zum Beispiel wieder ein bisschen eine Renaissance erlebt hat, und dann eben das Krafttraining dazu. Und die große Frage ist, was ist ein aerobes Intervall? Und ich habe da die Definition von Biard herausgenommen. Grundsätzlich kann man ja nicht unterscheiden, und das ist jetzt rein aerob, das ist jetzt rein anaerob, weil man immer in einem gemischten Stoffwechsel ist. So wie wir jetzt da sitzen oder stehen, hat jeder einen gemischten Stoffwechsel, wo ein gewisser Anteil anaerob ist, bei euch jetzt ein größerer Anteil aerob. Aber es ist immer eine Mischform. Und deshalb muss man irgendwann sagen, okay, ab wann kann man sagen, das ist jetzt eher aerobes Intervall oder das ist jetzt eher anaerobes Intervall. Und was da verwendet wird, ist, dass man sich einfach anschaut, wie viel Prozent von der Energiebereitstellung erfolgt aerob. Da gibt es zum Beispiel vom Ostrand eine Studie, wo eben über die Dauer der prozentuelle Anteil der Energiebereitstellung dargestellt ist. Und da sieht man, dass bei circa 2 Minuten oder so hat man 50% erreicht. Sprich, wenn ich zum Beispiel eine Belastung habe, die genau 2 Minuten dauert, ich sage einmal halbwegs guter 800-Meter-Läufer, dann hat man schon an die 50% aerob. Obwohl ich mit 20 bis 25 Laktat im Ziel bin. Spencer et al. Hat es beim 400-Meter-Lauf gezeigt und zeigt zum Beispiel beim 400-Meter-Lauf, dass 46% schon oxidativ ist, sprich aerob, und dass man zum Beispiel in den letzten 20 Sekunden eigentlich die VO2 Max erreicht. Obwohl das nie unter einer Minute ist, schaffe ich es, wenn ich ein sauberes Aufwärmen vorher habe, dass ich fast oder an die VO2 Max komme. Beim 800-Meter-Lauf habe ich schon 69%, beim 1500-Meter-Lauf ist schon 83% aerob. Obwohl hohe Laktatwerte, Übersäuerung, schmerzende Füße und so weiter, ist der Hauptanteil aerobes Training. Und das kennt ihr vielleicht von verschiedenen Büchern der Trainingslehre. Das war jetzt eine klassische Definition vom Intervalltraining. Wir haben unser Belastungsintervall und dann geht man eben davon aus, dass innerhalb von 1/3 der Intervalllänge 2/3 der Erholung passiert. Und wenn diese 2/3 passieren, diese lohnende Pause, kommt das nächste Intervall eben. Und jetzt ist eben die Frage, okay, schön und nett, ab wann spricht man jetzt von HIIT? Wann ist das jetzt ein hochintensives Intervall? Und grundsätzlich unterscheiden wir mal zwischen 2 Varianten. Einerseits klassisches Intervall, das wäre jetzt also ein Beispiel von so einem 4x4-Minuten-Intervall, oder intermittierende Form. Sprich, dass ich einfach ganz kurze Intervalle mit ganz kurzen Pausen habe und das über sehr lange Zeit durchführe. Ich kann verschiedenste Intervalllängen verwenden, wie vorher schon erwähnt vom Herrn Ebi. Ich kann Pyramiden machen, ich kann Kurzintervalle, ich kann Hügelläufe machen, ich kann 1 Minute sein, 5 Minuten, 6 Minuten, ich kann einen Dauerlauf über 30 Minuten machen. Das Entscheidende ist, dass ich die Intensität schaffe. Also in der Literatur gibt es Studien zwischen 15 Sekunden bis zu 16 Minuten, wo wirklich Intervalltraining beobachtet worden ist. Und entscheidend ist jetzt, wie hoch ist die Intensität? Und da gibt es verschiedenste Angaben. Die Grundidee ist im Prinzip das Herz-Kreislauf-System
so maximal wie möglich zu belasten und das Ganze so lange wie möglich. Und das geht eben mit einer Intervallform leichter wie mit einer kontinuierlichen Form. Ich schaffe es relativ schwer, zum Beispiel mit 95% der HF Max mir eine Stunde lang zu bewegen. Wenn ich es intermittierend mache, geht das zum Beispiel. Und in diesen kurzen Pausen fällt meine Herzfrequenz kaum. Wer selber schon mal so ein Training analysiert hat, der sieht, dass das so eine ganz kleine Welle ist und die Herzfrequenz ist über ganz eine lange Zeit in einem sehr hohen Bereich. Ich möchte eine hohe Intensität schaffen. Ich möchte eine Intensität schaffen, die zum Beispiel höher ist wie das, was ich im Wettkampf benötige. Das schaffe ich mit einer kontinuierlichen Methode kaum. Das heißt, da brauche ich Intervalle. Ich mache kurze Intervalle mit höherer Qualität, mit höherer Intensität und durch die Pause schaffe ich das über eine lange Zeit. Intensitätsvorgaben in der Literatur: Man sollte im Bereich von 90-95% der HF Max kommen. Dann spricht man von einem HIIT-Training. Oder im Bereich der Critical Velocity bis zur Geschwindigkeit an der VO2 Max, ca. 100-105% dieser Geschwindigkeit soll erreicht werden. Man soll versuchen, möglichst lange bei diesen Intervallen im Bereich der VO2 Max sein, sprich, dass mein Körper wirklich auf der VO2 Max arbeitet. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich diese Adaptationen, die notwendig sind. Und wenn ich diese Pausen mache, kann ich das über lange Zeit machen und das muskuläre Müdigkeitsgefühl ist geringer, als wenn ich das kontinuierlich mache. Also intermittierendes Training jetzt ein kurzes Beispiel. Das wäre jetzt also 30 mal 30, 30, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Tag genau, eine halbe Stunde, 15 mal 1, 1, wieder intermittierende Form. Kurze Intervalle, kurze Pausen über lange Zeit. 60 mal 15, 15, klassische intermittierende Trainingsformen. Gutes Aufwärmen vonnöten, das sind ein paar so Empfehlungen, nach Mitchell und McNaughton zum Beispiel. Intensität, wie schon gesagt, 90-105% der VO2 Max, sehr hohe Herzfrequenz, in der Pause eher niedrige Belastung. Und wer so ein Training schon mal gemacht hat und das vergleicht mit einem Intervalltraining, einem klassischen Intervall, merkt, dass das was anderes ist. Ein paar bevorzugen so eine Trainingsform, ein paar bevorzugen die klassische Intervalltrainingsform. Spielsportler, die sehr viel Tempowechsel brauchen, bevorzugen meistens so etwas. Was man auch sieht, da kann ich viel schneller laufen, wie zum Beispiel bei einem 4-Minuten-Intervall. Und durch diese Pausen kann ich das über ganz lange Zeit machen. Aber es ist ein bisschen ein anderer Reiz. Das ist ein Beispiel von so einem 30 mal 30, 30. Man sieht sehr schön, es dauert ein bisschen, bis man in den Zielbereich kommt. Das waren die 90% der HF Max. Und dann sieht man, dass in diesen 30 Sekunden Pausen hier kaum eine Verringerung der Herzfrequenz passiert. Beim 15-15er Intervall ist das noch geringer. Da habe ich so eine ganz kleine Welle und man ist über ganz lange Zeit in einem sehr hohen Intensitätsbereich. Was ich da ausprobiert habe, ist aktive Erholung mit passiver Erholung zu vergleichen, zum Beispiel stehen bleiben in der Pause und da sieht man, dass das System relativ schnell abfällt, sprich, da müsste ich das Intervall noch härter machen, damit ich in den Zielbereich komme. Ist auch ein Diskussionspunkt, ich denke, dass der Patrick das ganz kurz erwähnen wird. Aktive, passive Pause gibt es auch ganz spannende Ideen, was besser ist oder wo einfach unterschiedliche Aspekte hier auftreten. Gibt es ambivalente Ergebnisse hierbei. Dann anaerobes HIIT, SIT, Sprintintervalltraining, Bursttraining, Tabata zum Beispiel, ist gekennzeichnet, dass ich Intervalle verwende mit sehr hoher Intensität, die weniger als 1 Minute haben und eine Intensität, die 100% der VV zu Max sind, bis Maximalgeschwindigkeit. Zum Beispiel Maximalsprints, Steigungsläufe und so weiter. Und das, was man sieht, ist, dass trotz, dass diese Intervalle so kurz sind, wird das aerobe und das anaerobe System, das kardiovaskuläre System, maximal beansprucht, um die benötigte Energie bereitzustellen. Das war jetzt also ein Burst-Training, 30 Sekunden Sprint, 4 Minuten 30 Pause über längere Zeit, das kann ich in ein normales Ausdauertraining einbauen. Das ist eine spannende Geschichte, wo sehr viel passiert. Vor allem, wenn man sich den Epoch danach anschaut, durch diese hohen Intensitäten habe ich dann einen relativ hohen Epoch, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Da hier eine Sauerstoffaufnahmekurve bei so einem Training, sieht man, dass ich von 30 Sauerstoffaufnahme bis auf fast 60, 50, 60 hinaufkomme in diesen 30 Sekunden, wie schnell dieses System, das aerobe System hier eigentlich reagiert. Und dadurch bekomme ich eben diese Reize hierbei. Tabata, vor allem durch die Crossfit-Szene, wieder in aller Munde, gibt es ja diese Tabata-Workouts zum Beispiel in verschiedensten Formen. Kommt aus Japan vom Izumi Tabata, der hat das bei japanischen Leistungssportlern erprobt.
Klassisch ist der Bart ist 8x20 Sekunden so schnell, nicht maximal, aber 170% der Fahrfahrt, max mit 10 Sekunden Pause. Das 8x dauert genau 4 Minuten und aus. In dieser Studie haben sie das 5 Tage lang pro Woche für 6 Wochen durchgeführt. Aufwärmen, 4 Minuten Tabata, abwärmen und das 5-mal. Und ganz spannende Steigerungen. Die VO2 Max ist um 7 Milliliter pro Minute pro Kilogramm gestiegen. Also es ist sehr hoch. Anaerobe Kapazität, haben wir vorher kurz diskutiert, wie kann ich anaerobe Kapazität messen. Da haben sie zum Beispiel das akkumulierte Sauerstoffdefizit verwendet. Hat sich um 28% gesteigert. Das ist eine Herzfrequenzkurve von so einem Tabata. Man sieht, die ersten 20 Sekunden Herzfrequenz geht hinauf auf 140, 10 Sekunden Pause, erholt sich ein bisschen, zweiten bin ich schon auf 170, 10 Sekunden Pause und dann sieht man eigentlich keine Erholung mehr in der Herzfrequenz. Steigt kontinuierlich an. Bei diesem Training habe ich bewusst gemacht, dass ich mich danach nicht mehr belastet habe, sondern einfach sitzen und dann sieht man sehr schön, wie lange es eigentlich dauert, wie lange es dauert, dass sich die Herzfrequenz beruhigt. Kann man ähnlich setzen mit diesem Epoch, wenn ich die Sauerstoffaufnahme messen würde, wäre das natürlich besser. Aber hier sieht man auch sehr schön, wie lange es dauert, dass man sich erholt von diesem Reiz. Dann kommen wir ganz kurz zum Krafttraining. Das möchte ich noch ganz kurz streifen, weil da kommt bei eigener Bericht dann, denke ich, morgen. Gibt es HIIT-Krafttraining genauso? Die Protagonisten davon ist der Arthur Jones, der hat in den 70er Jahren dieses Konzept entwickelt. Der Mike Menzer hat es dann gemeinsam mit ihm verschriftlicht im Buch Heavy Duty. Und die Grundidee ist folgende, dass man sich kurz, intensiv und selten belastet. Kommt aus dem Bodybuilding-Bereich, also sehr harte Trainingseinheiten mit maximalen Leistungen. Leistung haben wir heute auch schon kennengelernt. Mehrtägige Pausen, um eben die Regenerationszeit zu bekommen. Die Grundidee kommt aus dem Tierreich. Der war ein Jäger, der Jones, und hat im Prinzip so beobachtet, wie sind Tiere gebaut und hat den Löwen hergenommen, der ein sehr muskulöses Tier ist und hat beobachtet, was macht er im Vergleich zu weiblichen Löwinnen. Der Löwe liegt herum, isst und dann hat er maximale Belastungen in der Jagd und dann rastet er wieder ganz lang und baut dadurch riesige Muskeln auf, während zum Beispiel die weiblichen Löwinnen zum Beispiel anders ausschauen, aber ganz andere Funktionen haben. Also das war so seine Grundidee. Und HIIT hat natürlich heute, wie schon erwähnt, im CrossFit zum Beispiel, sicher auch einen sehr großen Boom wieder, wo diese 15 bis 20 Minuten Workouts gegeben sind, wo ich probiere, in möglichst kurzer Zeit so intensiv, so maximal mich zu belasten und so effektiv wie möglich hier Kraft zu trainieren oder auch das aerobe System mitzutrainieren. Dann auch ein spannender Aspekt, wenn man HIIT verwendet, ist dieses Blocktraining. Also HIIT, was wir jetzt besprochen haben, ist eine einmalige Trainingsform. Aber natürlich kann ich mir jetzt überlegen, wie man schon historisch gesehen hat, ich kann ja HIIT vielfach trainieren. Zum Beispiel jeden Tag HIIT über mehrere Tage und dann spricht man von so einem Blocktraining, einem Motorenblock, einer VO2 Max-Kur. Und dann gibt es ein paar Studien, die mittlerweile vergleichen, was wäre besser, das Ganze in Blockform zu trainieren oder eine Mischperiodisierung zu verwenden. Vor allem in Sportarten interessant, wo man einfach unterschiedliche Sachen trainieren muss, wo zum Beispiel Krafttraining relevant ist, wo Schnelligkeit relevant ist, wo Ausdauer relevant ist oder wo ich mir überlege, soll ich Intensitäten mischen oder soll ich Intensitäten in Blöcken machen? Hochintensiver Block, gefolgt von niederintensivem Block, gefolgt vom Block am anaeroben Übergang oder Laktatübergang, Schwellentraining, wie auch immer man das fälschlicherweise oder richtigerweise bezeichnet. Und gibt ein paar Studien dazu. Das ist so das Grundkonzept. Ist es besser, dass ich Trainingseinheiten mische, zum Beispiel hohe Intensität, niedrige Intensität, hohe und so weiter, jeden Tag das Wechsel oder innerhalb von einem Tag das Wechsel oder Krafttraining mit Ausdauertraining oder ist es besser, wenn ich 2 Wochen diesen Block mache, mit zum Beispiel nur niederintensiv, dann 2 Wochen diesen Block mit nur hochintensiv oder nur Kraft, wie auch immer. Gibt es unterschiedliche Erkenntnisse her. Kommt eigentlich aus der Sowjetunion, dieser Schock-Mikrozyklus aus dem Kraftsport, wurde dann verwendet, wenn bei Sportlern keine Leistungssteigerung mehr gefunden worden ist, dann hat man diese Athleten in so einen Schockzyklus hineinversetzt. 3 bis 4 Schockzyklen pro Jahr wurden propagiert und nach diesen Schockzyklen sollte eher Regeneration oder Grundlagen trainiert werden. Und es gibt heute ein paar Studien, nur ein kleiner Auszug, wo eben genau solche kurzen
10- bis 14-tägigen Schockzyklen untersucht worden sind, werden immer mehr. Wir haben was bei den Fußballern gemacht. Der Stolen hat damit begonnen, im norwegischen Bereich also einen Hitblock durchzuführen. Das wäre dieses hier, 13-mal hochintensives Training in 10 Tagen. Wir haben auch so 14 Tage gehabt mit unterschiedlichsten Intervallformen, sehr spielnah das Ganze durchgeführt, zum Beispiel nur mit 4x4 Minuten. Eine Gruppe hat zum Beispiel 60x15-15 durchgeführt und mit unterschiedlichsten Periodisierungen, also das wäre zum Beispiel so eine Periodisierung des Hitblocks, das wäre von einer anderen Publikation die Periodisierung. Und bei diesen drei, den Breil können wir dazu nehmen, Elite-Alpinskifahrer, in der Schweiz, hat sich eben gezeigt, dass die VO2 Max in diesen 10 bis 14 Tagen von ca. 6 bis 7,5% sich gesteigert hat. Also es sind schon enorme Größen. Aber es gibt auch andere Studien, zum Beispiel Piri et al., Zinner et al., die mit Fußballern was Ähnliches gemacht haben, mit Triathleten einen Block durchgeführt haben, zum Beispiel 16-mal Hit in 14 Tagen, wo zum Beispiel überhaupt keine Änderung der VO2 Max stattgefunden hat. Also sehr divergierende Ergebnisse. Aber kann nicht schlechter werden. Das ist auch schon ein Ergebnis. Dann eine Frage, die vor allem im skandinavischen Raum kommt. Wie kann ich so ein Blocktraining implementieren? Was hier durchgeführt worden ist, ist traditionelles Ausdauertraining nach norwegischem Modell mit einem Blocktraining zu vergleichen. Traditionelles Training in Skandinavien heißt einfach, das Training baut sich um 2 hohe Intensitäten auf. Das heißt, 2-mal Hit pro Woche und rundherum baut sich das Training auf. Und was man da probiert hat, dass ich eine Gruppe habe, die im Prinzip über die gesamte Zeit 4 bis 12 Wochen lang gemischt trainiert und die andere Gruppe macht im Prinzip einmal im Monat einen Block, wo intensiviert nur hochintensiv trainiert worden ist. Das wäre diese Gruppe hier, da sieht man hier Blockperiodisierung und dann eine Mischperiodisierung, nächster Block und so weiter, das über 3 Monate hindurch. Und da hat man gezeigt, dass diese Blockperiodisierungsgruppe besser abgeschnitten hat, wie zum Beispiel diese reine Mischperiodisierungsgruppe. So, ganz zum Schluss noch, polarisiertes Trainingsmodell, weil es einfach hereinpasst in Bezug auf HIIT, weil HIIT kann man zum Beispiel ganz allein betrachten, wie es der Wislöw sagt. Wenn man sich aber retrospektive Studien anschaut von Elite-Sportlern im Ausdauerbereich, sei es jetzt Langläufer, Läufer, Radfahrer, Eisschnellläufer und so weiter, wir haben gerade einen Review-Artikel über das geschrieben, sieht man, dass die besten Ausdauersportler der Welt ein polarisiertes Modell trainieren. Problem an all diesen Studien, das sind retrospektive Studien, das sind keine experimentellen Studien, dass ich jetzt einfach hernehme, okay, 15 Leute, ihr macht es nur HIIT, ihr 15 trainiert es nur an der Schwelle und ihr 15 trainiert es nur niederintensiv. Da spielen leider die wenigsten Elite-Sportler mit. Deshalb macht man das Umgekehrte und schaut einfach, was machen die Besten. Und da scheint es, dass die meisten so ein polarisiertes Trainingskonzept verwenden. Sprich 75-80% niederintensiv, 15-20% hochintensiv, Zone 3 Training und fast nichts in der Zone 2, wird teilweise sogar als Forbidden Zone benannt, dass man relativ wenig in diesem Mischbereich trainieren sollte. Oder andere Regel ist diese 80-20 Regel, 80% niederintensiv, 20% hochintensiv. Also eine ganz klare Mischung aus High Volume, Low Intensity Training und HIIT Training. Und das scheint am besten zu funktionieren. Das ist also Auszug aus unserem Review-Artikel. Saisonale Analyse, was auch spannend ist, es scheint so zu sein, dass es zu so einem Shift von einem Schwellentrainingsmodell zu so einem polarisierten oder pyramidalen System gekommen ist mit der Jahrhundertwende. Früher hat man sehr viel an der Schwelle trainiert. Das sieht man hier zum Beispiel von Fiskersand und Seiler bei Ruderern. Sehr gut aufgeteilt, hochintensiv, niederintensiv und je später es ist, jetzt in den 90er Jahren, nimmt dieser niederintensive Teil immer mehr zu und dieser Schwellenbereich nimmt immer stärker ab. Oder da bei Speedskatern, so wurde 1972 trainiert, ganz viel an der Schwelle, 50-50 circa Schwelle zu niederintensiv, ein bisschen Hit und jetzt ein Riesenanteil von niederintensiv und gewisser Anteil von hochintensiv und Schwelle. Es ist eine Art Paradigmenwechsel von einem schwellentrainingsorientierten Modell zu einem polarisierten. Ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen. Ich komme aus diesem Modell sehr stark in Deutschland und Österreich. Wenn ich mir die alten Trainingspläne von uns anschaue, also es war wirklich fast jeden Tag wurde Schwellen trainiert und das über sehr
hohen Umfang und kein Wunder, warum ich mich zu dieser Zeit komplett abgeschossen habe, so im Nachhinein betrachtet. Gut, Hauptfehler, auch so ein Problem, man kann ja polarisiert trainieren, das haben wir heute auch schon gehört, dass meistens das, was man eigentlich trainieren möchte, dann in der Realität ein bisschen anders ausschaut. Hauptfehler von Hobbysportlern, Amateursportlern oder Leistungssportlern, die nie zu realisieren ist, dass sie im Prinzip das niederintensive Training zu schnell trainieren, das hochintensive Training zu langsam, entweder weil sie müde sind, energetisch leer sind, weil die Niederintensitäten zu langsam sind oder weil sie sich nicht drüber trauen, diese hohen Intensitäten durchzuführen. Sprich, das Haupttraining ist im Bereich Zone 2. Plus, minus 2,5 bis 5 Laktat sowas. Und die erfolgreichen Sportler schaffen es auch wirklich, eine Polarisierung zu schaffen. Sprich, die langen Einheiten wirklich in Zone 1 zu trainieren und die hochintensiven Einheiten wirklich in Zone 3 oder noch höher zu trainieren. Und das scheint wirklich am besten zu funktionieren. Ich sehe das zum Beispiel in diesem Jahr, wir haben jetzt einen neuen Cheftrainer im Skilanglauf Österreich, einen Trond Nystad, und was wir da jetzt wirklich probieren ist, dieses auch norwegische Konzept zu verwenden. Und was jetzt trainiert wird, ist nicht mehr so viel SP, das ist so das 2-Laktat-Training, sondern wirklich noch niedriger, 1 bis 1,5 Laktat, sehr lang, sehr niederintensiv, aber das Ganze dann garniert mit wirklich sehr hohen Intensitäten und scheint momentan recht gut zu funktionieren, aber das wird sich zeigen, so viele Langläufer haben wir ja nicht mehr. Gut, eine kleine Studie haben wir gemacht. Ich habe schon erwähnt, es ist relativ schwierig, Trainingsstudien mit sehr gut trainierten Personen durchzuführen. Wir haben es da wirklich geschafft, dass wir sehr gute Athleten gehabt haben aus Radverbänden, die zum Beispiel Österreich-Rundfahrt teilweise fahren, dann ÖSV-Athleten, die vielleicht gerade den Sprung nicht geschafft haben oder in diesem Jahr aus dem Nationalteam ausgeschieden sind, Leichtathleten und so weiter, Triathleten auf sehr hohem Niveau, und die haben wir wirklich in diese vier Trainingsgruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat über 9 Wochen nur polarisiert trainiert, eine Gruppe hat nur hochintensives Training durchgeführt, eine Gruppe hat nur an der Schwelle trainiert und eine Gruppe hat nur niederintensiv trainiert. Und was sich da zeigt ist, dass sich die polarisierte Gruppe am meisten gesteigert hat. Zwar kein signifikanter Unterschied zur HIIT-Gruppe, aber signifikant besser wie Schwelle und Umfangstrainingsgruppe. Und Schwelle hat sogar einen Trend gehabt, dass sie schlechter geworden sind. Sieht man auch hier, Schwellentraining gibt es, ein paar, die haben sie komplett zerstört mit diesem Training. Ein paar waren Non-Responder und nur 2, 3 haben sie verbessert. HVT, ähnliches Bild. Polarisiert, relativ einheitlich. In der HIIT-Gruppe hat es 2, 3 gegeben, die auch sehr schlecht darauf angesprochen haben, die anderen eigentlich relativ gut. Wenn ich mir jetzt an 9 Wochen HIIT anschaue, mit 5%, sieht man, dass das deutlich weniger ist, als wie das, was wir vorher erwähnt haben, mit fast 7% in 2 Wochen. Sprich, es scheint, dass wenn ich nur HIIT trainiere, das vielleicht sogar schon zu viel ist, über so lange Zeit. Oder müssten noch Studien nachfolgen. Was auch spannend war, Körperkomposition, die HIIT-Gruppe hat sich hochsignifikant im Körpergewicht verringert, bis zu 3 Kilogramm. Und da muss man sich auch die Frage stellen, sehr gut trainierte Sportler, wenn die 3 Kilogramm verlieren, ist das reine Fettmasse oder ist das ein gewisser Katabolismus, der schon mit hineingespielt hat, weil vielleicht die ganze Belastung zu hoch war. Gut, abschließend, wie wir vielleicht gesehen haben, ist HIIT keine neue Geschichte, hat eine lange Historie. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist das dokumentiert. Ist eine sehr effektive Methode zur Steigerung der VO2 Max und auch anderer Schlüsselparameter der Ausdauerleistungsfähigkeit. Man hat gesehen, dass höhere oder ähnliche Verbesserungen durch HIIT erzielbar sind im Vergleich zum Beispiel zu niederintensiven kontinuierlichen Training. Man hat gezeigt, dass HIIT-Training sowohl die aerobe als auch die anaerobe Kapazität verbessert. HIIT ist anwendbar in vielen Subpopulationen, sei es die Elite-Sportler, der untrainierte, moderat trainierte, der Patient, Kinder. Gibt es alle möglichen Studien mittlerweile, wo das wirklich funktioniert. Fraglich ist, ob nur hochintensives Training ohne High-Volume-Training funktioniert, vor allem wenn ich ein gewisses Level habe und einen gewissen Trainingsumfang vielleicht benötige. Siehe auch den Erfolg von polarisierten Training oder pyramidalen Trainingsmodell. Was einfach fehlt, wie schon erwähnt, sind experimentelle Studien mit sehr gut, mit hoch angepassten Athleten, um wirklich zu sagen, was funktioniert jetzt am besten. Gewisse Trainingskonzepte wurden noch gar nicht analysiert,
zum Beispiel polarisiertes Modell, dass ich nicht 80-20 trainiere, sondern 20-80, genau umgekehrt, dass ich wirklich über einen langen Zeitraum trainiere. Die meisten Trainingsstudien sind 4 Wochen bis, wenn es gut geht, 3-4 Monate. Hat natürlich auch einen Grund. Trainingsstudien sind unglaublich schwierig zu kontrollieren, unglaublich mühsam, sowas durchzuführen. Aber sowas würde man natürlich benötigen, um das wirklich zu wissen. Das heißt, man weiß schon einiges über HIIT, aber es sind noch einige Fragen offen, einige Diskrepanzen, aber es geht sicher in eine gewisse Richtung hierbei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Fragen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Danke.